Cool. Super cool. Heute stelle ich mal was ganz anderes vor, nämlich diese coolen Stifte. Das sind Porzellanmalstifte von Colosso. Wo steht es? Colosso. Oder wie auch immer man es sagt. Die habe ich geschenkt bekommen von der Firma, um einfach sie mal zu testen. Ganz tolle Alternative für Menschen, die jetzt nicht unbedingt einen Brennofen daheim haben. Ne? Es sind 10 Stifte. Sind ganz tolle Stifte, muss ich sagen. Die haben die 8 normalen Grundfarben plus Silber und Gold. Aber was ich auch toll finde, ist, dass Weiß dabei ist. Also ich hätte mir, nachdem ich die jetzt nun getestet habe, gewünscht, dass sogar zwei Weiß dabei sind. Als erstes müssen wir diese Sachen, die wir bemalen möchten, also die Stellen, die wirklich bemalt werden sollen, sauber machen. Auf der Packung der von Colosso die Stifte steht, dass man die mit Seife und Wasser sauber machen soll. Bei Seife ist die Gefahr, dass man dann auch eine Schicht drauf hat, also wenn man da zu viel davon nimmt. Deswegen nehme ich am liebsten eigentlich Nagellackentferner oder diese Reinigungstücher, die man kaufen kann. Die machen das wunderbar sauber und dann kann man das trocknen lassen und gleich loslegen. Ich musste erstmal für mich eine Technik finden, die für mich praktikabel ist und habe mit der Punktetechnik, der Dot-Technik, die ist jetzt ganz bekannt für die Steinemalerei, angefangen mit lauter Punkten. Das war nicht so meins. Dann habe ich den Stift ganz normal wie ein Filzstift, den man nimmt, also Striche ausmalen, Striche. Wie man das, seht ihr das, habe ich eine alte ovale Porzellanplatte genommen, einfach übermalt. Geht wunderbar dafür, ist eine super Technik, war aber auch nicht so meine Technik. Ich habe dann für mich entdeckt, dass da ja Farbe drin ist in diesem Stift und kann das diese Farbe ausdrücken und miteinander mit anderen Farben vermischen. Also wie mit der Pinselmalfarbe. Und das war für mich die perfekte Technik. Also ich habe das einfach ausgedrückt, habe die mit das Orange hier, ihr seht auf dem Teller, habe ich Orange genommen, Weiß genommen, gemischt, getrocknet und dann mit Punkte und Strichen den Stift wieder verwendet, um da ein schönes Muster entstehen zu lassen. Und den Rest zeige ich euch jetzt gleich noch detaillierter. Also ich habe hier Tassen aus meiner Werkstatt genommen, habe die innen farblich glasiert oder angemalt und dann, dass es passt zu diesem weihnachtlichen, was ich jetzt anmalen werde. Ich zeige euch das hier jetzt mit einem Bleistift, kann man vormalen. Leider sieht man den sehr, sehr schlecht, weil meine Tassen nicht so schneeweiß sind wie im Porzellan. Der verschwindet auch nachher beim Brennen, also zum Vorzeichnen ideal geeignet. Kann man nehmen. Muss man nicht. Wenn man das frei Hand kann, kann man das auch so lassen. Und ich zeige euch jetzt, wie man das mit diesem Stift malen kann. Ich drücke jetzt diese Farbe im Prinzip aus diesem Stift raus. Also das, was ich möchte, male ich vor. Und den Stift drücke ich die richtig raus. Also mache ich lauter nur Punkte. Also nicht verwirren lassen. Das ist richtig viel Farbe. Und nehme dann den Pinsel und verschmiere das. Kann man wunderbar sehen. Hier, ich male das jetzt alles im Prinzip mit dem Pinsel aus. Der Pinsel muss genauso trocken sein. Also der darf jetzt kein Wasser dran haben oder irgendwas, weil das ist dann wieder die Gefahr, dass das nachher im Backofen nicht fest wird. Ne? Also ihr müsst wirklich dran sehen, wenn er den jetzt sauber macht, dann muss der wieder trocken sein. Also immer mit einem Tuch arbeiten, trocken machen, dann funktioniert das auch alles wunderbar. Und jetzt mache ich in der Mitte, weil ich will jetzt eine Farbveränderung haben und mache da jetzt Weiß drauf. Und versuche das wirklich so miteinander zu mischen, wie man das aus dem Farbkasten kann und habe dadurch eine andere Farbe. Also habe jetzt nicht nur dieses Braun. Hier seht ihr das auch mit dem Tannenbaum. Da zeige ich das auch wunderbar, dass der eine Struktur kriegt, haue ich da immer eine andere Farbe mit rein. Also hauen tue ich nicht. Also ich mache da die Farbe rein und lasse es dann immer trocknen, weil den Elch habe ich ja noch nicht fertig. Das geht jetzt halt nicht. Das muss halt wirklich wie ganz normale Farbe auch trocknen. Und wenn das einigermaßen trocken ist, dann kann ich jetzt mit anderen Nuancen weitermachen. Das ist das Schöne an diesen Farben. Man kann die wirklich draufsetzen und man erkennt die noch. Die sind echt schön, die Farben. Also man kann die auf dunklen, selbst ich habe es mal versucht, auf meinen glasierten Innenteilen zu malen. Das kann man wunderbar sehen. Also es ist echt eine sehr schöne Farbe. Also wenn ihr eine andere Tasse kriegt, die rot ist zum Beispiel von außen, könnt ihr die auch bemalen. Das geht. Sicherlich nicht mit jedem Farbton, aber das funktioniert trotzdem. Also besser, als ich von anderen Stiften kenne. Also sehr, sehr schön. Sehr schöne Farben. Und dann setze ich natürlich noch Akzente mit dem Weiß.
Deswegen habe ich Weiß sehr viel verbraucht, weil ich das zum Mischen genommen habe, um die Farben aufzupeppen, um da eine Nuance reinzukriegen. Also, ihr müsst das trocknen. Mindestens eine Stunde wäre perfekt. Bisschen länger ist immer okay. Nur ist dann immer die Gefahr, wenn irgendwas draufkommt, ne? Also, Stunde. Dann stellt ihr das in den Ofen. Ihr könnt es auch schon in den Ofen stellen, in den Backofen. Da kann es in Ruhe trocknen. Dann ist das okay. Und dann stellt ihr den Ofen ein auf 250 Grad für eine halbe Stunde. Also, ihr müsst ihn dann auf eine halbe Stunde stellen, wenn er die 250 Grad erreicht hat. Also, er braucht bestimmt eine Viertelstunde zum Vorheizen. Aber wenn ihr solche Sachen macht wie Keramik, ihr wisst nicht, wo das her ist. Ich habe so ein Glas genommen und habe das auch da drauf gemalt, weil ich habe natürlich alles getestet. Kann man das sehen? Das ist auch ein Elch mit meinem Namen drauf. Und ich bin mir nicht sicher, ob das hitzebeständig ist. Aber wenn man das in den Ofen stellt und ihn nicht vorheizt, dann hält das auch, wenn es nicht hitzebeständig ist, aus. Dann geht es nicht kaputt. Und dann wieder, also die 250 Grad, eine halbe Stunde und dann wieder ganz normal abkühlen lassen. Dann geht das. Auch wenn man nicht weiß, ist es jetzt bestimmt westliche. Deswegen, da habt ihr keine Gefahr, dass es kaputt geht im Backofen. Gemacht ist die nicht süß geworden. Also ich finde, sie sind total ergiebig. Ich habe ja auch schon ganz viele Sachen angemalt, vorher getestet, abgewischt und da ist immer noch genug drin. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viel die Tasse ist, bestimmt schon die 10. Tasse. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist kratzfest. Das kann man wirklich nicht abkratzen. Das geht nicht. Also es sei denn, ihr wascht es jetzt zu heiß ab. Also das normale heiße Wasser sollte die 50 Grad nicht überschreiten, so wie auch die Spülmaschine. Also ich hatte das schon in der Spülmaschine, das hält es aus, das ist wunderbar, da berührt man es ja auch nicht. Und beim Abwaschen ist vielleicht die Gefahr, wenn man diesen Kratzschwamm nimmt, diese Putzteufel-Dinger da, dann könnte es schon sein, dass es abgeht. Aber so ist es ideal und so hält es auch eine Weile. Also es ist was ganz Tolles, kann man super verschenken. Unten drunter mache ich auch den Link in der Infobox, da könnt ihr anklicken, da kommt ihr auf Amazon, da kann man diese Stifte kaufen. Also wenn ihr das wirklich so macht, wie ich euch das gesagt habe, dann funktioniert das. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Macht es.